Hi, kennt ihr schon die Oktoberfest-Leberkäsrolle? Nein? Wenn du wissen möchtest, wie ich das genau gemacht habe, dann heißt das für dich dranbleiben. Hallo liebe Freunde von Dückis Deiner Barbecue und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wir haben immer noch Oktober. Es ist immer noch Oktoberfest, eigentlich ist immer noch Oktoberfest und daher habe ich mir gedacht, bleiben wir mal bei dem Thema Oktoberfest Bayern und heute machen wir uns mal was richtig Leckeres mit oder aus einem Leberkäse. Aber nicht so schnöde, einfach so Leberkäse mit Spiegelei oder Leberkäse anbraten und ab in eine Semmeln. Nein, wir werden unseren Leberkäse mit ein paar frischen Gemüsesorten wie Paprika, Erbsen, Zwiebellauch, oder ein bisschen Käse vermengen und das Ganze werden wir dann im Blätterteig verstecken und machen daraus eine Leberkäs-Blätterteigrolle, eine Leberkäsrolle mit Gemüse oder eine bunte Leberkäsrolle. Wir machen eine bunte Leberkäsrolle. Und ich denke mal, das wird ganz lecker. Und alles, was wir dafür brauchen, steht ja hier schon bei mir auf dem Tisch. Wie gesagt, wir brauchen Leberkäse, wir brauchen ein paar Lauchzwiebeln, etwas Käse, eine rote Paprika, eine gelbe Paprika. Hier habe ich noch einen Rest Erbsen im Tiefkühler gehabt, die kommen da auch noch mit rein. Wir brauchen eine Packung Blätterteig. Und da ich das Ganze dann auch wieder auf meinem Pizzastein mache, brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Backpapier. Wir brauchen ein Ei, wir brauchen ein paar Röstzwiebeln kommen noch mit rein. Also alles, was eben halt lecker ist für so einen Leberkäse, das Ganze in den Blätterteig rein, auf den Grill, der heizt schon vor. Wir sind jetzt so bei 180 Grad, das ist genau das, was ich brauche. Und ich denke mal am Ende, wenn wir dann kosten, soll das schon eine ganz leckere Nummer werden. Ich werde dann jetzt anfangen, noch so ein paar Vorbereitungen abzuschließen. Und zwar muss die Paprika gelb und rot klein geschnitten werden. Der Lauch muss noch ein bisschen klein geschnitten werden. Die Röstzwiebeln sind schon klein und das Ganze wird dann mit dem Leberkäse vermengt. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie ich das genau hinkriege. Ob ich das mit Patschehändchen mache, natürlich dann auch noch mit Handschuhe. Oder ob ich dafür hier so eine Küchenhilfe nehme. Mal schauen, werde ich sehen. Ich würde sagen, ihr kommt jetzt erstmal ran, wir legen los und bereiten erstmal soweit alles vor. Jo, das war es eigentlich schon fast mit den Vorbereitungen. Jetzt heißt es für mich einfach nur noch kurz ein Ei aufschlagen. Ein wenig verquirlen. Können wir einen kleinen Schluck Wasser reinmachen. Oder optional auch Milch.
Habe ich jetzt hier aber gerade nicht stehen. So, das brauchen wir nämlich dann gleich zum Einschmieren des Blätterteiges. Ja, jetzt kommen wir dazu, dass ich jetzt irgendwie das frisch geschnittene Gemüse, was ich jetzt hier alles schon in der Schüssel habe, mit dem Leberkäse so vermenge, dass es eben halt gleichmäßig vermengt ist. Und ich denke mal, ich probiere es erst mit dem mit diesem Dreizack so versuchen zu quetschen. Mal schauen, wenn ich nämlich meine Pappehähnchen. Also als erstes jetzt den Leberkäse mal hier aus der Form raus. Zack. Und das Gemüse rein. Also farblich finde ich das schon mal wieder ganz schön klasse. Und jetzt versuchen wir das Ganze mal ein wenig zu vermengen. Den Krach, den ihr im Hintergrund hört, das ist wieder mal mein lieber Wolfgang. Der baut da an seinem Schuppen rum, der muss da ein neues Dach drauf machen. Weil es ist da bei ihm wohl irgendwie alles undicht drin. Und bevor der nächste Regen kommt, will er es wieder trocken haben. Also muss er heute ein bisschen Krach machen. Oh, das geht aber, glaube ich, ganz gut so. Ich probiere es da was, ich probiere es, oder? Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass das mehr klebt. Das geht eigentlich. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen Rostzwiebel mit rein. Die gehen wir schon mal mit runter. Upsala. Ich würde mal sagen, das könnte sogar schon reichen. Das sieht nämlich so schon ganz gut aus. So, die Aufgabe hätten wir schon mal gemeistert. Ist gar nicht mal so schlimm und oder so schwer bis hierhin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jetzt heißt es aber, wir müssen unseren Blätterteig aufrollen. Zack. Jetzt nehme ich dieses kleine nervige Brett mal weg. Das stört nämlich nur. Ach schaut mal, haben wir ja. Okay. Ja gut. Ich hoffe, das passt auf den Pizzastein so drauf. Ja, das wird schon drauf passen. Ist ja zusammengerollt. So, jetzt heißt es nämlich, dass wir die Masse hier drauf verteilen müssen. Und das probiere ich jetzt mal. Mal schauen, wie dusselig ich mich damit jetzt anstelle. Also ich finde, das sieht schon mal ganz toft aus. Die nächste Herausforderung ist, ob wir das auch gerollt kriegen. Aber da bin ich, denke ich mal, das klappt. Jetzt machen wir hier noch mal ein bisschen Röstzwiebeln drüber. Supi, haben wir das auch schon drauf. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Käse. Den schneiden wir uns einmal auf.
Ja. So. Und machen uns jetzt noch ein bisschen Käse mit drauf. Wenn sich das leicht noch rollen lässt. Wunderbar. Da bin ich ja mal gespannt. So. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ob der Sören das hinkriegt oder nicht. Wenn nicht, dann müssen wir im Teil noch mal ein bisschen umplanen. So, dann probieren wir es mal. Vorbereitetes Backpapier. Boah. Sieht gut aus. Habe ich das so rübergeholt, Träger? Da, bestens. So habe ich mir das doch vorgestellt. Unsere Leberkäsrolle oder unsere bunte Leberkäsrolle ist auf dem Backblech. Jetzt werden wir die Oberseite noch ein wenig mit Eiweiß glänzen hier. So. Super. Und so kommt jetzt die Rolle, wie sie ist, auf dem bereits vorgeheizten Grill. 180 Grad. Und ich denke, so die nächsten 40, 50 Minuten, vielleicht auch 60 Minuten, mal schauen. Aber dann sollte der Leberkäse soweit durch sein. Und der Blätterteig auch. Dass wir dann schon uns das erste Scheibchen runterschneiden können und ein Kostali machen können. Also ich lege es jetzt drauf. Wir sehen uns dann, wenn die Rolle fertig ist. Die ersten 30 Minuten sind rum. Jetzt schauen wir einmal, wie weit wir denn sind. Oh, das sieht aber schon gut aus. Jo. Ja, dann drehen wir uns den kleinen Kerl hier mal. Drehen wir uns hier einmal komplett rum. Ah, hier ist schon schön kross. Und ich denke mal, boah, ich gebe dir noch mal so 20 Minuten mindestens. Deckel drauf. Und in 20 Minuten sehen wir uns dann noch mal wieder. So, eine Stunde ist jetzt exakt um. Jetzt gucken wir noch mal nach. Boah, also ich möchte mal sagen, kann sich's noch sehen lassen. Schön goldgelb. Gut, der Rand ist ein bisschen dunkel, aber das ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, nehmen wir sie runter, stellen sie auf den Tisch. So, da komme ich schon. Stein ist heiß. Da holen wir uns erstmal runter. Stein an der Seite. Rolle wieder drauf. Jo. Ich hätte mal sagen, das lässt sich doch sehen, oder? Also ich finde, das sieht richtig gut aus. Wann ist so eine Leberkäsrolle oder wann ist so ein Leberkäse eigentlich durch? Man sagt, dass der Leberkäse so im Kern ab 70 Grad haben soll, damit er durch ist, damit er genießbar ist. Jetzt gucke ich mal, wo ich stehe nach 60 Minuten. Ein
Nach 60 Minuten bei gute 190 Grad bin ich bei 75 Grad. 74,8, 74,9, 75, bei 75 Grad. Damit ist der oder damit ist die Leberkäsrolle fertig. Und ich lasse jetzt mal noch so 3, 4, 5 Minuten liegen und dann schneiden wir uns ein Scheibchen ab. Oh, jetzt schon aufgeregt. 3-4 Minuten sind jetzt rum. Ich kann es jetzt selber nicht mehr abwarten. Und jetzt schneiden wir uns einfach mal ein Scheibchen ab. Ich mache jetzt keinen Mittelschnitt oder sowas, sondern ich fange einfach hier vorne mal an zu schneiden. Sehr geil. Oh ja. Oh ja. Oh, oh, oh. Oh ja, oh Gottes Willen, das sieht ja mal richtig geil aus. Das muss ich euch mal zeigen. Also das sieht richtig gut aus. Legen wir uns auch mal hier drauf. Dann mache ich schon mal gleich unser Tellerbild fertig. So, würde ich sagen, können wir es. Oh, das sieht richtig gut aus. Und das, meine lieben Freunde, heißt es jetzt zu verkosten. Und da freue ich mich drauf. So, und da von euch ja wieder keiner das Kosterli übernehmen möchte, muss ich es leider wieder machen. Und dazu schneiden wir uns jetzt einfach mal so ein Scheibchen ab. Guten Hunger. Richtig geil. Dann würde ich den Schlüssel Carola nachher wieder mitgeben. Richtig, richtig geil. Super saftig. Super fluffig. Und super lecker. Das Gemüse ist noch ein bisschen bissfest. Der Käse ist lecker. Und der Blätterteig drumherum. Mega, ehrlich. So einfach kann man auch mal was Leckeres mit Leberkäse machen, mit ein paar bunten Erbsen drin, Paprika, Röstzwiebeln, Käse, Blätterteig und nicht immer nur Leberkäse mit Ei oder Leberkäse-Burger. Wir haben jetzt eine leckere Leberkäse-Rolle und die ist endlos geil, ehrlich. Bleibt mir jetzt eigentlich wieder nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir durch einen Daumen nach oben. Wohlwollende Kommentare sind immer super gerne gelesen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten links das Abonnier-Button da einfach draufklicken. Am besten noch die Glocke daneben aktivieren, weil dann werdet ihr immer zeitnah informiert, wenn ich freitags 9 Uhr mein neues Video raushaue. So, ich schraube mir hiervon definitiv noch ein zweites rein. Ich sag schon mal tschüss, ciao. Euer Sören von Spießdeiner Barbecue. Ciao. Mm.
absolut mega. Tschüss.